Wir sind gerade in Hagenau im Umspannwerk. Es steigt die Spannung und ganz besonders beim Jakob, unserem Lehrling. Servus Jakob. Wie geht's da? Darf ich dich kurz stören? Was machst du denn dort? Ja, jetzt da oben gerade einen Scheinwerfer austauscht, weil der war kaputt und der Scheinwerfer brauchen wir auf die Nacht immer, wenn Einsätze sind da, weil öfter da und sowas zum Beheben ist. Und es ist halt wichtig, dass das regelmäßig gewartet wird. Was machst du für einen Lehrberuf? Also ich mache doppelte Energietechnik, Maschinenbautechnik. Und momentan werde ich im Energietechnikbereich eingesetzt, so wie da. Da ist man dann eigentlich nur auf die Leitung auf dem Weg. Und da ist ja mal die Action dabei, oder? Ja, also das gefällt mir voll gut, weil da kannst du relativ viel mit Dunkel klettern und eigentlich immer mit Sport verbunden. Und man ist auch immer in der Natur auf dem Weg. Das taugt mir. Ah, und du mit deinen Kollegen kommst du auch gut aus? Da bist du ja auch unterwegs in ganz Salzburg wahrscheinlich. Ja, man ist natürlich viel unterwegs in ganz Salzburg. Man sieht auch extrem viel, ist extrem lässig. Und mit den Kollegen ist es immer eine Gaudi eigentlich. So, und du bist im vierten Lehrjahr, gell? Und bereitest du jetzt schon auf die Lehrabschlussprüfung vor, oder? Ja, genau. Also im vierten Lehrjahr haben wir dann, also jetzt haben wir noch die Berufsschein, weil wegen der Doppelung einmal Maschinenbau und Elektroberufsschein, haben wir jetzt noch die Projekte, die Berufsschein. Und dann gegen Ende vom vierten Lehrjahr haben wir dann die LAW-Vorbereitungskurse mit meinem Lehrausbilder, mit Herrn Reithofer, und da werden wir dann hoffentlich doppelt auf die LAW vorbereitet. Ich krieg's eine Auszeichnung. Ich drück dir die Daumen. Du, ich will dich gar nicht weiter stören bei der Arbeit. Vielen Dank, gell? Und mach's gut. Wir sehen uns. Ciao, Pfiat. Ciao.